Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend und wann ihr mir schaut. Ich bin Pfeiffer Marschling und begrüße euch zum letzten und entscheidenden Teambuilding im UDT. Yeah. Wir kämpfen gegen den guten Shiny Star. Und warum ist das wichtig, dieser Kampf ist? In diesem Kampf entscheidet sich, wer von uns beiden direkt in die Finals von den Playoffs kommt. Wir sind beide mit 6-2 da. Und da er eine deutlich bessere Differenz hat als ich, weil ich ja öfters mal recht hoch verloren habe und recht knapp gewonnen habe. Wäre es auch egal gewesen, wenn ich letzte Woche gegen Blocky, Spoiler, gewonnen hätte. Weil die Sache halt ist, durch die bessere Differenz, wenn er morgen gegen mich gewinnen würde, wäre trotz, wenn er den Kampf gegen mich gewinnt, ist er hundertprozentig Erster. Weil ich dann auch eine Niederlage mehr gehabt hätte. Auch nach dem Kampf gegen Blocky. Und dann würde er trotzdem noch 7-2 stehen und ich auch 7-2 haben die gleiche Differenz. Ich stehe bei 6-2. Heißt, er von uns beiden verliert, da ist auch kein, ist ja nicht nur Differenz entscheidend, sondern eben die Punktzahl. Jo. Aber, um so ein Match einzugehen, brauchen wir natürlich auch die Matchups und die können wir jetzt mal durchgehen. Und zwar haben wir in meinem Team, das Team sieht ja eigentlich normal aus, wie man es kennt, aber da ist eine kleine Änderung. Und die Grafiken sind nicht mehr schnell genug fertig geworden, deswegen habe ich schnell selbst ein bisschen umgebaut, auch wenn es irgendwie nicht so passend ist. Man sieht Schlappen auch dahinter ein bisschen raustragen, aber wir haben jetzt Pure Leo im Team. Und ja, der ist ein deutlich besserer Normal-Type, bis auf das, dass er halt keine Pivot-Option mit Baton Pass oder ähnlichem hat. Jedoch böllert er. Ihr habt zwar schon einen Fire-Type, aber ich hatte noch keinen billig guten Normal-Type und ich glaube, mit Pure Leo habe ich dann einen deutlich besseren erwischt. Sonst, das Team ist wie normal. Und das Matchup gehe ich dann gleich Vorstellung meiner Sets durch. Jetzt gehen wir erstmal auf das Team von Shiny ein. Und zwar hat er Mega Ordoch, Victini, Suicune, Donphan, Voltula, Registeel, Krypuk, Rotom, Toxicroak, Kyurem, Tornadus in der Inkarnationsform und Kartana. Und wir waren direkt zwei Mons, vor denen ich, vielleicht sogar drei Mons, vor denen ich unfassbar viel Schiss hatte. Ich muss sogar sagen, vielleicht vier, aber dann ist man auch so am Maximum angekommen. Und zwar sind es die beiden Tier-1-Picks, also der eine Tier-1-Pick und der andere Free-Pick mit Kartana und Victini, weil das zwei Mons sind, die unfassbar wehtun können. Dann noch Kyurem. Wenn man die PBA bei mir verfolgt hat, weiß man ja, wie der abgehen kann. Der hat bei mir 13 Kills in 6 Matches gemacht. Und auch Suicune, weil Suicune so ein Mann ist, wo man echt nicht gerne gegen spielt. Weil der echt bulky ist, nur sehr wenig den Two-Hittet und der dazu auch noch gut reinhauen kann. Zusätzlich kann er dann noch so auch irgendwie Crow-Cune, also das Crow-Cune-Set soll man ja glaube kennen, mit Rest, Core-Mind, Scald und CM. Core-Mind und CM, nee. Rest, Talk, CM und Scald. Und es kann echt wehtun. Ich habe hier zwar mit vor allem mehr Gewalt und eine vielfache Wasserresistance, aber trotzdem so Core-Mindsets, vor allem schon mit Ice Beam oder das könnte meinem Team echt wehtun. Weil meine beiden Mons hier, also, ja, sagen wir mal so, Metagross wäre wahrscheinlich das einzige Mal, was da wirklich durchbreaken könnte dann. Und selbst Leben wird es schwierig werden, weil Suicune eine riesige Fist hat. Also folglich, Suicune ist böse. Mega Ordoch, ich habe das in London nie in der Liga gesehen. Ich weiß, dass es manche Leute gibt, die es sehr interessant finden. Vor allem wie der Coverage, das ist eine ganz ordentliche Coverage. Und ist auch ein recht guter Supporter, soweit ich weiß. Aber ich habe vor allem jetzt nicht so riesen Respekt, vor allem wegen meinen zwei Steel-Types und wegen Slymog. Ich habe mit Metagross und Slymog quasi die Feenkiller. Was eigentlich echt geil ist. Da fehlt nur so ein Xerox im Team und dann gibt es einfach keine Fairies mehr. Victini. Victini ist so ein Mann, der so ziemlich keine Switches gibt. Weil, was in den V-Create reinkommt, sind Bulky Water Types. Was hat Victini sonst noch so? Fusion Bolt, 100er Elektro-Move, Energieball, 90er Pflanzen-Move. Der böllert. Auch wenn er nur 100 in den Angriffswerten hat. Der hat so
unfassbar starke Moves. So ein V-Create hat 180 Stärke. Also, der ist Pump-Boss mit seiner riesen, mit seinem richtig guten Bull kommt da nicht rein. Und auch in so einen Flammenball kommt zum Beispiel Slimog nicht so einfach rein, wenn es ihn mal nicht, wenn es ihn ein damage-boostendes Item hat. Sie müssen uns dafür auch was einfallen lassen. Dann Donphan. Donphan, der ist halt so dieser Standard-Spinner, hätte ich jetzt auch mal gesagt. Weil ich mir jetzt auch nicht so unfassbar Angst habe, der hat zwar eine gute Coverage, aber meistens spielt man halt Spin, EQ, Knock off Ice Shard und dann haben wir eigentlich schon das ganze Set voll. Man kann zwar überlegen, ob man einen von den Moves weglässt, aber es ist eigentlich so die Staple-Moves auf Donphan, hätte ich gesagt. Vor allem, weil weil Shiny sonst kaum große Hazard-Removal hat, wenn er nicht unbedingt Defog auf seinem Katana spielen will. Und bei Sachen wie Victini, Voltula, Boros und Kyurem braucht man eben Hazard-Removal. Jo. Als nächstes haben wir dann Voltula, der soll halt die Webs legen. Sache ist, ich hab halt mit sowas wie Pambros oder Zebritz da recht gute Switchens rein. Also meine beiden Pferde konnten dann halt die Spinne. Auf der anderen Seite, Webs werden halt eklig, aber die können halt schnell weggedefogt werden und ja. Wenn man da Katana sieht, weiß man vielleicht schon, dass ich meinen Standard-Defogger dabei habe. Das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Ja, Registeel, der ist echt eklig, weil der einen richtig guten Bulk hat. Aber auf der anderen Seite kann der sonst nicht arg viel außer Rocks legen, finde ich persönlich. Der ist zwar bulky, aber hat halt nicht großartige Tag. Der kann sonst noch Toxen, aber so ein Fireblast von Pyroleo oder Ramot böllert den auch rum. Oder ein EQ von Lando oder Pampros. Da steht ja auch nicht so lange. Dann Kripok. Der ist, ist halt in der Art eklig, dass der halt nur diese eine Weakness hat mit Fairy. Ich hab zwar mein Diancy, aber ja. Mach's mal so. Diancy war bisher nicht so unbedingt das wichtigste Mon in dieser Season. Und nämlich, ich habe sonst in meinem Team auch keinen Fairy-Move. Bis auf eben den Moonblast von Diancy. Oder halt den Dazzling Leaf von Diancy oder was auch immer von Diancy. Rotom, ja, der ist eigentlich ganz okay gegen mich. Vielleicht halt Haus hoch gegen Slimog, aber gegen das restliche Team ist er eigentlich echt gut. Vor allem, weil er, soweit ich weiß, auch Lando outspeedet. Wir haben ja die gleiche Speedbase, ich schaue es mal nach. Lando hat eine Speedbase von 100. Hat eine Speedbase von 91. Und Rotom hat eine Speedbase auf 91. Heißt, die haben einen Speed-Tie. Heißt, wenn der Rotom schneller scarft als ich, dann. Ist halt schneller und er kann HP Eis drücken. Jetzt muss ich kurz was auf Discord beantworten, das tut mir leid. Es tut mir was leid, aber das war halt wichtig. So, dann haben wir bei dem Team die Free Picks mit Toxicroak. Toxicroak kann man physisch und speziell spielen, weil er eben sich in beide Richtungen boosten kann, was ihn eigentlich echt awesome macht. Und ja, da kommt halt zum Beispiel Torak sehr gut rein. Aber bei meinen Ground und Psychic Types im Team fühlt er sich nicht so unfassbar awesome, weil der einfach in vieles in meinem Team nicht reinkommt. Kommt vielleicht in Gewalto rein, aber er kommt nicht in Ramot rein wegen Trockenheit. Er kommt in Panzeon nicht rein, er kommt in Metagross nicht rein, vor allem weil Metagross einfach nur böllert. Pambos kommt er nicht rein, in Lando kommt er nicht rein, in Necrosa kommt er rein und in Pyro auch nicht, eben wegen Trockenheit. Wenn er Trockenheit spielt, kommt er in 6 Mons nicht rein. Und das. Es sind tatsächlich sogar 7 Mons. Ich habe mich ja verzählt. Und da will ich sagen, das ist jetzt nicht gerade die beste Rate. Wenn man denkt, dass der auch an sowas wie Diancy sehr schwer vorbeikommt. Silbert ist schneller und kann natürlich auch einen Hitzekoller haben. Und ja, Sceptile kann auch einen EQ haben. Also, von dem her, der ist nicht so unfassbar heftig gegen mich, einfach weil der in nichts reinkommt. Heißt, er müsste erst was abwerfen, wodurch er wieder irgendwas verliert und damit Toxicroak auch was machen kann. Ja. Deswegen finde ich ihn echt nicht so gut. Dann, Kyurem. Kyurem ist geil. Und bis auf
Psymog habe ich in denen auch nicht so heftige Switch-ins. Wenn auch Turtok ein bisschen. Aber Sache ist halt, der kann auch physisch und speziell gespielt werden. Theoretisch auch mit, zum Beispiel gibt es auch so diese Subtox Roost Sets, wogegen Psymog halt sehr gut dasteht oder vor allem auch Metagross. Ja. Jedenfalls, der kann viele coole Sets haben. Hoffen wir mal, dass er keine Scheiße gegen mich spielt, die mich komplett rausnimmt. Aber sollte es eigentlich nicht. Ja, Torn ist auf die Weise cool, dass er alles kann, was Torn T kann. Und dazu Prankster hat. Aber man sagt, ist er in der Richtung nicht awesome, dass er eben diesen Speed nicht hat. Also irgendwie, ich bin mit Bogos ein bisschen zwiegespalten. Ich habe ihn ja selbst schon mal gespielt in der PFDL. Da fand ich ihn eigentlich ganz okay, aber jetzt auch nicht so unfassbar überragend. Deswegen, hab so ein bisschen meine Probleme mit dem. Ich weiß irgendwie echt nicht, was ich davon halten soll. Und dann hat er noch Kartana. Kartana habe ich vorhin schon erwähnt. Ich habe nur ein Switch in Kartana und das ist Panzeron. Heißt, Panzeron ist unfassbar wichtig in diesem Match, auch wenn das halbe Team von Shiny gegen Panzeron unfassbar gut ist. Sowas wie Voltula, Rotom und Kyurem, die kann man in den Panzeron halt reinholen und böllern. Ja. Aber würde ich sagen, wir schauen uns mal mein Team an, was ich gebaut habe. Wir haben ja die typische Team, also ich rechne hier nochmal beide Teams. Und ich habe vergessen, Pyroleo dazu ergänzen, tut mir leid. Ein Teambuilding ohne irgendeine Panne von mir im Aufbau kann es auch nicht geben, ne? Jo. Wir fangen an mit Lando. Lando ist gut, so wie immer. Wir spielen den Waldschall auf Lando, spielen ein hartes Wesen und einen recht gut gesplitteten Split. Das ist ein sehr gutes Deutsch mal wieder. Oder sehr gute Ausdrucksweise, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Jedenfalls, die Sache ist, sein schnellstes Mon im Team ist Boreos. Und Boreos hat nur eine 111er Speedbase. Ist jetzt nicht so langsam, aber es gibt schnelleres. Sorry. Na. Wir spielen Abbeben mit Abschlagsteinkern und Kleppern und ja, wir haben damit nichts gegen Kartana, aber die langen Kartana kommen noch. Deswegen will ich da jetzt nicht die größte Hektik machen. Jo, ist ein recht standardmäßiges Demeter aus vollen Moves her. Das wird halt auf sein Team angepasst. Wir böllern mit Erdbeben komplett rein. Er hat keinen wirklich heftigen Switch in den Lando, das ist das Coole. Weil wir gegen alles richtig viel Schaden drücken können, bis auf eben Kartana, weil der gut dastehen kann. Aber in Kartana haben wir ja die nötigen Switch-ins. Und zwar Panzereron. Ja, Panzeron hat einen Beulenhelm, pfiffiges Wesen, Robustheit. Und wir spielen 252 HP in die volle physische Defensive. Und noch viel in die spezielle Defensive. Und eben noch die 252 HP, aber die halt meine ich ja mit der Defensive. So, dann spielen wir Borschnabel, Kraftreserve Feuer, Ruheort und Auflockern. Kraftreserve Feuer ist hier extra für Kartana, weil die Kartana okayen Schaden bringen kann, was sie eben mit Borschnabel nicht machen kann. Die macht auf jeden Fall über 50%, weil Kartana einfach keinen Spätzelf hat. Es ist ein Fakt. Und ja. Mit Ruheort können wir uns wieder ein bisschen hochheilen, das braucht man halt mit Panzeron. Und mit Auflockern die Hazards entfernen. Wie zum Beispiel Rocks von Registeel oder Webs von Voltula. Da haben wir Aluramak. Da sind wir dabei. Das ist der erste Teil von von Slimox. Das ist irgendwie immer der gleiche. Spätzlef, Gaubebeere, Völlerei und Full Spätzlef. Also Spätzlef Wesen und Full Spätzlef Investment, ja. Dann spielen wir Abschlag, Clairsmog, Verfolgung und Aufbereitung. Ein Poison Move brauchen wir in dem Match nicht wirklich, weil er eben sowas hat wie Registeel und Kartana, die da einfach zu 100% reinkommen. Und gegen sowas wie Orloch gewinnen wir trotzdem, weil Orloch einfach nichts gegen Slimer machen kann. Ich will noch den Clairsmog, und zwar der so Sachen wie Toxiquark, Boreos, theoretisch auch Krypo, Rotom oder eben Orloch. Oder auch Suicune. Die ich ja mal mit Cormand oder so setupen. Oder mit Ränkeschmied oder was auch immer. Dafür haben wir den Clairsmog. Clairsmog, reset alle Boosts. Und ja, dadurch machen die dann noch weniger gegen Slimog, als sie davor noch machen würden.
Das ist cool, weil Slimer einfach geil ist. Slimer ist einfach geil. Ja. Hab ihn echt lieben gelernt hier in der Liga. Der ist auch fast jedes Mal dabei, von dem her. Jo. Dann haben wir das direkt zum ersten Mal dabei beim, also das erste Mal im Team drin und auch das erste Mal im End. Ah. Wir haben ins Team reingedraftet und es ist direkt dabei, so rum. Und zwar Pyroleo. Und zwar spielen wir hier ein komplett speziell offensives Set mit dem Wahlglas. Und das Coole ist bei Pyroleo, wir haben einen guten offensiven Fire-Type, ohne ständig mit Viva Rock Week rumlaufen zu müssen. Jo, und wir spielen hier Hyperstrahl, tatsächlich Feuersturm, Flammenwurf und Schallwelle. Der Sinn an dem Set ist, wir treffen mit Feuer normal, also mit beiden Steps, treffen wir alles neutral. Und eine Schallwelle macht zum Beispiel auch mehr auf den Suicune als eine HP Grass. Deswegen, spiele ich hier jeweils immer einen Move zum Safe-Klicken mit 100% Genauigkeit und einer okayen Stärke mit Flammenwurf und Schallwelle. Und dann jeweils noch eine stärkere Version von dem Move, um, falls der andere Move nicht reicht oder vielleicht knapp nicht reicht, werde ich trotzdem noch mit ein bisschen Risiko wegzuklicken. Dafür haben wir einen Hyperstrahl und Feuersturm. Zum Beispiel mal einen Hyperstrahl, kann Hyperstrahl einen Suicune ab 70% One-Shotten. Eine Schallwelle halt nicht. Kommt auch auf Suicune-Setup. Ja. Wir können halt. Und vor allem, er hat bis auf Suicune keinen 100%igen Saven switchen in den Feuersturm. Hat er einfach nicht. Selbst Victini kriegt da viel Schaden von dem Wahlglas Pyroleo. Und ja, ich hoffe auch mal, wenn ich nachher ins Match gehe, dass Pyroleo genau das macht, was er machen soll. Und zwar reinhauen. Dann haben wir unser Mega dabei. Und ja, der hat ja vor allem gegen Buffy einen überragenden Job gemacht. Ja, das hier sieht wie immer recht gleich aus. Und wir sehen, der braucht kaum Speed, weil der eben arschschnell ist. Der hat diese 100... Wie viel hat der? 145er Speed Base. Oder so 111. Das sind satte 34 Speedpunkte mehr. Und da muss man schon nicht mehr investieren. Also man kann da mäßig spielen und schön richtig reinböllern mit Blättersturm, Gigasauger, Drachenpuls und der Graffelsäle-Feuer. Graffelsäle-Feuer natürlich für Katana. Und ja, das restliche Team treffe ich hier recht gut mit. Ich glaube, es gab einen Moment, dass ich nicht gut hitten kann und das sollte Registeer sein. Aber ich will kein Focus Blast spielen, weil ich sonst auf Blättersturm oder auf HP Fire verzichten muss. Und ich muss Katana safe killen können mit HP Fire. Und ich brauche den Blättersturm für Suicune. Deswegen verzichte ich lieber drauf, Registeer richtig hitten zu können und gehe dann lieber in Land oder Pyroleo. Und habe dafür, einen ordentlichen Damage Move auf Suicune und einen ordentlichen Damage Move auf Katana. Jo. Und als letztes haben wir noch dabei Diancie. Jetzt auf jeden Fall erstmal, Patrick, warum nimmst du Diancie mit, wenn der Registeer und Katana hat? Ja, die Antwort sind zwei Mons, und zwar Victini und Krypuk. Wir spielen Überreste, kühnes Wesen, investieren aber auch alles in die spezielle Defensive, plus in die KP. Wir haben natürlich neutral, Torso, weil es die einzige Fähigkeit von Diancie ist. Wir spielen Juwelenkraft, HP Fire, Tarnschein und Toxin. Der Sinn in dem Set ist, Diancie ist tatsächlich eins der wenigen Mons, die von Victini nicht getuschaltet werden können. Nicht mal mit Energieball. Nicht mal mit Energieball kann Victini dieses Diancie two-shotten. Das ist verdammt praktisch, weil danach können wir mit Juwelenkraft gegenhitten und dann ist so ein Victini auch mal schnell weg. Weil der, wenn er offensiv spielt, auch nicht so einen heftigen Bulk hat. Wir können bis auf Toxic in seinem Team alles toxinisieren. Oder bis auf die C-Types auch, aber in den C-Types habe ich eh nicht drin. Und dann haben wir noch die Rocks, die in dem Match auch sehr gut sein können, eben wegen vorhin schon genannt. Victini, Kyurem, Boreas, Voltula und eben allen anderen, weil die alle Chip-Damage bekommen und Chip-Damage ist geil. Vor allem zum Beispiel kann man auch mal eine Robustheit von Dornfan anhitten, die man dann direkt mit einem Gigasauger von Mega-Gewalt wegbreaken kann. Aber ich würde sagen, wir sehen uns morgen im entscheidenden Match um die Tabellenführung gegen Shiny. Und ja, bis dann und ciao.